den Winkel zwischen 1,22 und 2,12 berechnen. Wie geht das? Was müssen wir da als erstes machen? Letzte Reihe bitte. Also einmal 2, also A1 ist ja 1. Also wir machen das Skalarprodukt von 1,22 und 2,12. Also 1,22 mal 2,12. So, und was kommt da raus? Ja, einmal 2 plus 2 mal 1 plus 2 mal 2. Und was ergibt das am Ende? Ja. 2 plus 2 plus 4 ist 8. So, was fehlt uns noch? Ja? Ja, also der Betrag von 1,22. Wie rechnen wir den aus? Ja? Wurzel 1 Quadrat plus 3 Quadrat plus 2 Quadrat. Und das ergibt? Ja? 3. Also Wurzel aus 9. Und das ist 3 und das ist auch übrigens der Betrag von dem hier, da habe ich ja nur die Komponenten vertauscht. So, also haben wir das als den Betrag. So, wie geht es jetzt weiter? Ja? Jetzt müssen wir das Skalarprodukt, also 8 durch und dann im Betrag von A und Betrag von B, also 3 mal 3 ist dann 8 mal 5. Alpha plus Gamma habe ich geschrieben. So, also wie kriege ich jetzt den Gamma raus? Zweite Reihe. Cosinus minus 1 von 8 mal 5. Das ist Arcus Cosinus, so nennt man das. Cosinus hoch minus 1 ist eine schlechte Ausdrucksweise, aber das schreibt man gerne so, aber manchmal schreibt man das auch so, von 8 Neuntel. So, hat es irgendjemand ausgerechnet, was da etwa rauskommt? Ja, bitte. Ungefähr 27,3. Gut,